Seit vielen Jahren bietet das Gelände des Café Panama in der Langenbrückestraße in Fulda eine Plattform für lebendigen, kulturellen, politischen und sozialen Austausch in Fulda. Was in den 90er Jahren mit der Arbeit des Jugendwerks der AWO Nordhessen begann, ist heute ein Ort vieler Initiativen, Vereine und des ehrenamtlichen Engagements. Beim Hoffest des Café Panamas konnten sich die Besucher einen Überblick verschaffen. Geboten wurde ein buntes Kulturprogramm. Die Trommelgruppe Djembe lud zum Mitmachen ein. Es wurden leckere internationale Spezialitäten angeboten und bei verschiedenen Bastelaktionen kam man sich näher. Auch Taschen und T-Shirts konnten individuell per Siebdruckverfahren gestaltet werden. Später am Abend wurde dann noch das Fest nach innen verlagert, um bei einem Konzertmarathon ordentlich die Bude wackeln zu lassen.